So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Es hat geläutet, also wissen wir, was die Zeit geschlagen hat. Ich bin Jörg Frey, ich bin an der Theologischen Fakultät, lehre Neues Testament und antikes Judentum und habe die Freude, den heutigen Abend zu moderieren. Bin ebenfalls beteiligt am Zentrum für Altertumswissenschaften Zürich. Und bevor wir jetzt zum Vortrag und zum Referenten kommen, hat Christoph Riedweg eine Ansage im Blick auf die Studierenden. Sozusagen noch eine technische Durchsage, weil wieder Fragen noch waren, denn dass diese Veranstaltung wird ja auch gebucht, eben dann mit Punkte und die Leistung betreffend, das hatten wir eigentlich ja auch per OLAT so mitgeteilt, dass wir eine Multiple-Choice-Prüfung machen werden, und zwar wird das am 27. Mai, also wiederum auch am Montagabend zur selben Zeit hier in diesem Raum stattfinden. Und da gab es ein bisschen Befürchtungen auch, was soll man machen? Wie soll man sich darauf vorbereiten? Ich meine, das Entscheidende ist, dass Sie eben immer dabei waren. Denn es ist irgendwie wie eine erweiterte Anwesenheitsprüfung, wenn man so will. Und dann zusätzlich gibt es ja von vielen Vorträgen wie vom heutigen, deswegen ist das hier auch noch eingeschaltet, zusätzlich die Aufzeichnung, die können Sie sich nochmals ansehen. Teilweise haben wir auch die Folien bekommen von den Referierenden, nicht von allen. Die sind auf OLAT auch zu finden, und dann war zum Beispiel auch die Frage bei Frau Barbieri, wer das Technische war, da können Sie durchaus auch die Personen googeln und Sie finden dann Publikationen zu dieser Thematik. Oder auch das Erweiterte, sie hatte ihren Lehrer Krause erwähnt, Krause Trappe, die Reise unserer Gene, das ist wirklich auch hochspannend. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, wie eben über diese DNA-Aufzeichnungen Migrationsbewegungen nachgewiesen werden können. Das heißt also, Sie haben sehr wohl Möglichkeiten, sich da auch vorzubereiten und sollen sich bitte auch keine Sorgen machen. Vielen Dank. Ja, dann noch zwei weitere Ansagen. Zum einen, es wurde das letzte Mal, offenbar hat es da geregnet, ein Schirm hier verloren. Also entweder wir müssen den nachher meistbietend versteigern oder es regnet, es kommen dann 50 Leute oder die Betreffende holt ihn hier ab. Das zweite, die Podiumsdiskussion, die in 14 Tagen stattfindet, ist nicht hier in diesem Hörsaal, sondern KOHB10. KOHB10, was auch immer das bedeutet. Vielleicht kennen manche diese Abkürzungen, ich kenne sie nicht, aber KOHB10. Im Hauptgebäude, dieser Haribo-Saal, der riesige für 500 Personen, wo immer die Senatssitzung nachstattet. Der Haribo-Saal im Hauptgebäude, alles klar. Und zwar 18.30 Uhr und nicht 18.15 Uhr. Es gibt da auch noch diese Flyers, die dann am Ende ausliegen. Ja, und nun darf ich Sie Ihnen den Kollegen für den heutigen Abend vorstellen. Ulrich Eigler ist ja einer der Zeitgenossen, die Sie jetzt ohne weiteres auch in der alten Lingua Franca, nämlich auf Latein, hätten ansprechen können. Da vermutlich die meisten dann weniger leicht hätten folgen können, weil sich die Lingua Franca in unseren Breiten irgendwann verändert hat, ins Französische und zuletzt ins Englisch-Amerikanische oder bei uns doch lieber ins Schweizerdeutsche, wird er heute auf dieses Vergnügen verzichten. Ulrich Eigner ist also Latinist, Professor für klassische Philologie, vor allem des Lateinischen, hier an der Philosophischen Fakultät. Er stammt aus dem Badischen, meinem schwäbischen Dialekt ist zu erkennen, dass wir nicht so weit voneinander her sind. Er hat beträchtliche Wege seines akademischen Weges in Freiburg im Breisgau hinter sich gebracht und die Promotion 1986 im Fach Latein über Valerius Flaccus. Das Buch können Sie übrigens noch, ich habe es heute im Internet geschaut, für sage und schreibe 3 Euro erwerben. Ulrich Eigler hat sich dann in Bamberg habilitiert mit einer Arbeit über die spätantike Rezeption der römischen Literatur. Und damit deutet sich die Richtung der heutigen Vorlesung schon an. Dieses Buch ist übrigens vergriffen. Ulrich Eigler war zunächst Professor in Freiburg und dann in Trier, bevor er 2005 an die Universität Zürich kam. Was ihn besonders interessiert, ist neben der klassischen römischen Literatur der frühen Kaiserzeit insbesondere die spätere Rezeption der lateinischen Literatur auch in der christlichen Antike, auch bei den Kirchenvätern und dann überhaupt die Rezeption der Antike in späteren Kulturen und in der modernen Literatur und im Film bis in die Gegenwart. Antike ist ja einfach nicht nur alt oder gar veraltet.
Und weil wir der Überzeugung sind, dass aus der Kenntnis der Antike auch für die Gegenwart hilfreiches Wissen oder sogar Handlungsoptionen entstehen können, wollen wir auch mit dem Zentrum für Altertumswissenschaften für diese Kenntnis der oft schlecht geredeten oder gar totgesagten Antike werben. Ja, und damit wären wir beim Thema. Stehen wir vor dem Untergang des Abendlandes, so wie irgendwann das Römische Reich unterging? Oder ist, was so nur negativ formuliert ist, ein Transformationsprozess, aus dem eine neue Synthese, eine neue Epoche, eine neue Identitätsfindung und Konstruktion hervorgehen konnte? Wie lange waren Römer Römer und wie wurden daraus dann Franken oder Germanen? Wie verändert Migration, Völkerwanderung, Kulturinfiltration die Identität? Und wie bildet sich dann eine neue oder eine Pluralität von neuen Identitäten? Ulrich Eigler wird uns heute an die Grenzen des späten Römischen Reiches führen, in die wunderschöne Römerstadt Trier, Augusta Treverorum, an die Porta Nigra, die allemal einen Besuch lohnt. Wie lange waren die Römer Römer und wann waren sie es nicht mehr? Du hast das Wort. Danke. Ja, ich verbinde die Tonprobe mit dem Dank an dich für diese nette Einführung und ich glaube, Sie hören mich. Ja, hören Sie mich? Ja, alles gut. Ja, wie lange sind Römer Römer? Identitätskonzepte im spätantiken Nordostgallien am Beispiel Trier. Sie sehen, ich werde immer enger, bis wir dann schließlich in Trier gelandet sind. Und das hat auch einen Grund, die Quellenlage überhaupt, was den Nordosten Galliens am Ende der Spätantike betrifft, ist sehr schlecht, ein bisschen besser im Raum Trier und das hat auch seine Gründe. Und insofern habe ich diesen Bereich herausgegriffen, um wenigstens einige Aussagen zu tätigen. Am Plural Identitätskonzepte sehen Sie, dass ich damit rechnen muss, dass Sie damit rechnen müssen, dass es mehrere Antworten gibt und vielleicht auch gar keine. Denn wie gesagt, wir sind auf verschiedene Kombinationen von Quellengattungen, die nicht immer zusammenpassen, angewiesen. Archäologische Zeugnisse mit Inschriften oder auch dann spärliche erzählende Texte. Ich werde versuchen, Ihnen das ein wenig zusammenzuführen und umspanne dabei den Zeitraum, den auch schon Bert Neff im vergangenen Vortrag berührt hat, bis etwa ins 7. Jahrhundert. Sie sehen an der Gliederung, die ich Ihnen hier an die Wand geworfen habe, wie wir so den Gang eigentlich des Vortrags gestalten wollen. Zunächst einmal noch einigen Vorbemerkungen. Ein kurzer theoretischer Exkurs. Wie kann man überhaupt mit Resten, die wir als römische Reste bezeichnen, umgehen? Wie kann man sie interpretieren? Was sind die Probleme dabei? Ein dritter Punkt wird uns nach Trier führen. Da werde ich versuchen, das Trier am Ende der Spätantike Ihnen ein wenig vor Augen zu führen, auch mit Rekonstruktionen arbeiten, damit Sie auch ein bisschen etwas fürs Auge haben, damit Sie irgendwie eine gewisse Vorstellung entwickeln können. Bitte betrachten Sie das aber auch immer wie alle Rekonstruktionen mit etwas Vorsicht. Der vierte Teil wird sich dann mehr mit diesem Thema beschäftigen, wie lange sind Römer Römer? Und allein schon mit dem Titel Die Barbaren kommen, die Römer bleiben, sehen Sie, in welche Richtung so ein wenig meine Antwort gehen wird, die ich dann am Schluss zusammenfasse. Mit Identitätskonzepte, ich hatte es gesagt, können wir allenfalls Möglichkeiten eröffnen. Es sind immer Fragen des Blickwinkels, die wir zu klären haben. Und aufgrund dieses Blickwinkels ergeben sich immer wieder verschiedene Bewertungen. Und das ergibt sich auch vor allen Dingen für die Region, mit der wir es hier zu tun haben, mit der Stadt Trier, aber auch mit dem ganzen Moselland bis zur Rheinmündung bis nach Koblenz hin. Und damit berühren wir eine Region, die am Ende der Spätantike von zentraler Bedeutung war. So weit weg uns das jetzt erscheint, es war ein bedeutendes Zentrum
mit Kaisersitz, eine Metropole des Römischen Reiches, was sich in Trier Ende des 3. Jahrhunderts konstituierte. Natürlich skizzieren wir die Bedeutung dieses Zeitraums und dieses Zentrums des Endes des 3. und 4. Jahrhunderts dann schließlich eben auch deswegen, damit Sie ermessen können, was eigentlich passiert, wenn ein politischer Rahmen aufhört zu existieren, der dieses Zentrum möglich gemacht hat und wenn dieses Zentrum sich plötzlich mit einer völlig gewandelten Krisensituation konfrontiert sieht und man fragt sich ja, wo ist sie denn geblieben, diese Herrlichkeit? Und diese Herrlichkeit endet definitiv etwa um 400, als der Druck germanischer Stämme über den Rhein ständig zunimmt. Es erfolgt nicht in einem Schwung, aber doch in einem ständigen Verlauf, der dann im Laufe des 5. Jahrhunderts eskaliert und eben die Situation in Trier maßgeblich auch verändert. Irgendwann fragte man sich in Trier, was man denn jetzt wohl ist, und ich fantasiere hier mit einer Frage, wenn man die Steuern nicht mehr an den Kaiser zahlt. Plötzlich zahlte man irgendwo anders die Erträge des eigenen Grund und Bodens oder man hatte gar nicht mehr den eigenen Grund und Boden, aber wohin gingen die Erträge der eigenen Arbeit? Das war plötzlich eine Frage. Denn der Kaiser war nicht mehr da. Es gab kein fernes Ziel mehr, das man sozusagen legitimierend und begründend immer wieder ins Feld führen könnte, wenn man Steuern zahlte, Abgaben entrichtete. Fragen Sie sich das mal, was Sie dann noch sind, wenn Sie nicht mehr an die Gemeinde, an den Kanton oder an Bern Ihre Steuern zahlen, sondern irgendwohin, was sind wir dann noch? Wie gesagt, ich schließe an den Vortrag der vergangenen Woche an, geografisch und auch zeitlich sehr eng. Und wir wechseln eigentlich nur die Provinz. Beat Neef hat sich hauptsächlich mit der Provincia Maxima Sequanorum beschäftigt und mit dem Hauptort Besançon. Und hier wäre dann unsere Augusta Raurica. Also in dieser oberrheinischen Provinzgegend bewegte sich Beat Neef. Ich gehe einfach eine Provinz weiter nach oben, in die Belgica Prima, mit dem Hauptort Trier. Und in der Belgica Prima konstituierte sich eben ein Provinzteil der früher größeren Belgica seit etwa 286, seit der Reform Diokletians, ist das eine für sich sehr gut funktionierende und sehr blühende Verwaltungseinheit. Allerdings, in einem Punkt weiche ich von Beat Neef ab, beziehungsweise setze das fort, was er nur kurz angedeutet hat. Es wird bei mir weniger um gebaute Mauern gehen. Es geht eher um Mauern, um es mit Beat Neef zu formulieren, die kultureller Natur sind. Es geht um immaterielle, symbolische Mauern, die gleichsam wichtig sind, wenn es darum geht zu bestimmen, ja, wer ist denn noch Römer, wann ist man Römer, wann hört das auf? Und Sie werden gleich sehen, das ist keine einfache Frage. Römer sein, dafür gibt es eben im Lateinischen ein Substantiv, das in der Spätantike hauptsächlich Verbreitung hatte, als es eben auch brisant war. Das ist die Romanitas. Aber was ist Romanitas? Römerhaftigkeit oder wie auch immer wir das übersetzen wollen, oder einfach ein Römertum klingt wieder so fürchterlich. Auf jeden Fall die Identität eines Römers, Romanitas. Das ist letzten Endes immer das Ergebnis einer symbolischen Kommunikation. Eines Austauschs, einer Versicherung über gewisse Merkmale, über die man erkennt, das ist ein Römer oder eben auch verwirft, das kann kein Römer sein. Nehmen wir zum Beispiel den Namen Trier. Wie Jörg Frey sagte, Augusta Treverorum. Das ist der Name, der Trier, den Trier erhält mit der Gründung unter Augustus.
Wir wissen nicht ganz genau, wann diese Gründung stattgefunden hat, aber es gehört in die Regierungszeit des Augustus. Und mit Augusta Treverorum ist natürlich auch ganz klar der Name des Princeps mit in den Namen eingeschrieben worden. Treverorum verweist auf den keltischen Stamm der Treverer, die hiermit sozusagen festgelegt werden als ein römisch diktiertes Zentrum, die Augusta Treverorum, das bald auch ein Verwaltungszentrum größerer Bedeutung wird. Wenn man sich nun darauf bezieht, ich komme aus Augusta Treverorum, ich bin einer von denen, die in Augusta Treverorum leben, dann vollzieht man einen Akt symbolischer Handlung. Nämlich man bekennt sich zu der Kaiserfamilie, zu der gründenden Familie, man bezieht sich auf das Kaisertum, auf Rom. Man könnte sagen, damit ist eine individuelle Erklärung verbunden, ich bin jetzt Römer. Gleichsam eine Loyalitätserklärung. Aber zugleich ist das auch ein Ausweis, man ist jetzt eben Römer. Auch mit dem eigenen Namen kann man so verfahren. Man sieht, dass zum Beispiel gerade ab dem frühen 1. Jahrhundert im Treverer Land der Name Julius sehr häufig wird. In Erinnerung, sei es an den Eroberer des Treverer Landes, Gaius Julius Caesar, oder eben auch an die julisch-claudische Familie. Man erklärt damit als einen offiziellen Akt seine Loyalität zu den neuen Machthabern und gibt damit eine gewisse Identität auch zu erkennen, selbst wenn man Kelte oder sonst etwas eigentlich von Herkommens sein mag. Aber schauen wir auch einmal, und damit springen wir zeitlich ein wenig im ersten Jahrhundert, auf ein Bauwerk, das Sie sicher alle mit Trier verbinden. Und zwar die Porta Nigra. Die Porta Nigra entsteht in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Sie wird gebaut als ein Repräsentativbau, keinesfalls als ein Bollwerk, als eine Befestigungsanlage, sondern es ist einfach ein Repräsentativbau, der am Ende einer nach Osten führenden Straße steht und sozusagen den Beginn der Stadt Augusta Treverorum markiert, ohne aber deren Stadttor zunächst einmal zu sein. Das Tor oder diese Porta Nigra, die damals noch nicht Nigra war, sondern erst durch die die vegetabilen Veränderungen dann zu einer Porta Nigra wurde, durch die Moose und was sich da einnistete. Die Porta Nigra begrüßte die von Osten Kommenden mit einer ganz bestimmten Botschaft. Und die Botschaft war, hier hat man Geld. Hier ist man sehr wohlhabend, hier prosperiert die Region, hier zeigt sich Urbanität, Zivilisation, würden wir vielleicht sagen. Und es ist ein Zentrum römischer Herrschaft, es ist ein Zentrum der Verwaltung. Denken Sie auch an ähnliche Botschaften, etwa der große Bogen in Agrigent ausgesandt haben mag, am Beginn der Via Appia, wenn man von Süden nach Norden reiste. Dann bekam man auch solche Botschaften, die eng mit dem Kaiserhaus verbunden waren, mitgeteilt. Man könnte das jetzt zeichentheoretisch formulieren. Man könnte dieses Bauwerk jetzt innerhalb eines sehr komplexen Geflechts symbolischer Kommunikation verankern. Es bezeichnet bestimmte Dinge wie Reichtum, Wohlstand und solche Dinge und besitzt aber auch eine ganze Reihe von vielen Konnotationen, die eben noch hinzukommen mögen, etwa auch Wehrhaftigkeit. Das kann durchaus sein. Und das kam nun definitiv am Ende des ersten Jahrhunderts dazu, nämlich ab 170 kann man nachweisen, wird die Porta Nigra in die Stadtbefestigung einbezogen. Was ja vorher noch nicht so war. Und in dem Augenblick, in dem nun diese Einbeziehung stattfindet, wandelt sich die Bedeutung. Jetzt sieht man nicht mehr nur eine Botschaft Wohlstand und alles Mögliche, sondern man sieht plötzlich eine wehrhafte Abgrenzung gegen außen.
Das heißt, allein schon die bauliche Veränderung verändert die Semantik. Und ich führe Ihnen das am Beispiel des Modells dieser Situation vor, wie sie im Trierer Museum, Antiken Museum, eben auch ausgestellt wird. Hier sehen Sie also die Porta Nigra und die etwas zu groß angelegte Stadtmauer führt jetzt die weit noch vor der Stadt befindliche Porta nun in die Befestigung der Stadt ein. Das Ganze steht im Zusammenhang von einigen Einfällen der Germanen, von Bedrohungen, aber auch von innen durch Usurpatoren und Auseinandersetzungen im Inneren des Römischen Reiches, die das nötig erscheinen ließen. Und so ist jetzt plötzlich die Porta ein Stadttor mit völlig neuer Botschaft. Aber was auf jeden Fall bleibt, wenn man da hinkommt, sieht man römische Baukunst, sieht man Wehrhaftigkeit und auch eine ganz bestimmte Botschaft, nämlich ab hier beginnt römische Verwaltung und Macht. Man könnte also sagen, so oder so, sei es als Prachtbauwerk mit großer repräsentativer Wirkung oder eben auch als Stadttor, es ist ein Zeugnis der Romanisierung, der, wie man später dann sagen würde, Romanitas und der Zugehörigkeit zum Römischen Reich. Ich wähle, um das noch zu vertiefen, ein anderes Beispiel aus Trier, das Ihnen auch sicher sehr bekannt sein dürfte. Ich denke, jeder kennt das zunächst einmal aus einem Lateinbuch oder Geschichtsbuch. Und zwar das sogenannte Schulrelief. Ein Relief, das auch im Verlauf des des frühen 2. Jahrhunderts, also kurz nach diesen Entwicklungen in der Porta Nigra, entstanden sein dürfte. Man kann es nicht ganz genau datieren, aber es gehört in diese Phase der zunehmenden Romanisierung in Trier. Man sieht hier einen zu spät kommenden Schüler mit seinen Wachstäfelchen hier. Der grüßt etwas verlegen seinen Lehrer, der nicht ganz begeistert ist, der in der Mitte sitzt und schon zwei andere, die ihre Rollen aufgeschlagen haben, belehren wollte. Er tritt nun hinzu. Die eigentlich sehr hübsche und nette Szene hat aber auch eine ganz andere Botschaft, wenn man sie im Kontext betrachtet. So ist das ein nettes, anschauliches Bild. Aber es geht nicht um Schule nur, sondern es geht, wenn Sie das Ganze im Kontext betrachten, um eine Botschaft dessen, der das hat aufstellen lassen. Das Relief, dieses Schulrelief, gehört nämlich zu einem Grabmal. Und in diesem auf diesem Grabmal wird abgebildet mit der netten Schulszene, was eigentlich den Bestatteten ausmachte. Es ist ein Mensch mit Bildung, mit Bildungsanspruch. Ein Mensch, der Latein gelernt hat, der ja auch die höhere lateinische Ausbildung gemacht hat, denn das ist ein Grammatikus. Also der hat auch Vergil und Cicero gelesen. Es wird also damit Bildung, Reichtum und alles Mögliche im Sinne einer symbolischen Handlung kommuniziert. Und wer hier liegt, ist ein Römer. Auch wenn er nicht von der Volkszugehörigkeit römisch sein musste. Wahrscheinlich war das ein gallischer, wohlhabender Kaufmann, der hier ein Denkmal erhalten hat, seine Ausbildung zeigen konnte. An anderen beiden Seiten des Grabmals könnten unter Umständen Szenen dargestellt worden sein, die seine berufliche Tätigkeit betrafen. Aber in jedem Fall, das waren wohlhabende Leute, die sich hier an exponierter Stelle mit dem Grabmal vor einer Gemeinschaft darstellten und zeigten, ich bin Römer. Jetzt kommt ein bisschen rekonstruktive Fantasie hinein. Der Lambert Dahm, der diese Szenerien, Sie werden ihn noch einige Male sehen, hier gemalt hat, malt nicht aus reiner Fantasie. Ich sagte, ein bisschen Fantasie ist drin, aber man kann durchaus nachweisen, dass erstens die typischen Grabmale im Trierer Land gallische Pfeilerdenkmäler sind.
Dafür haben wir Beispiele, unter anderem die Igeler Säule, vielleicht ist die Ihnen bekannt. Man weiß etwa, wie groß die waren, wie hoch sie waren, wie prachtvoll sie waren. Man kann auch die Bemalung nachweisen. Also insofern, das ist nicht alles, auch die Buntheit nicht Fantasie. Man weiß auch durchaus, dass hier entlang der Straße, die auf die Porta Nigra zuführten, die Grablegen waren und auch entsprechend diese Pfeilerdenkmäler aufgeführt wurden. Natürlich genau an der Stelle, damit jeder wusste, der Herr XY oder wer auch immer, unter anderem der, der das Schulrelief da auf seinem Grabmal hatte, gehört in diese Stadt, ist einer dieser romanisierten Mitglieder der Oberschicht, wohlhabend, reich und Teil dieser Gemeinschaft. Wenn wir dieses Schulrelief also in einen solchen Kontext einbauen, dann können wir solche Aussagen tätigen. Aber jetzt komme ich noch einmal zu Beat Neff zurück. Mauern gegen Barbaren war da das Thema und das ist letzten Endes auch dem Schulrelief beschieden gewesen. Denn so wie ich jetzt das Schulrelief beschrieben habe, ist es keine reale Mauer, sondern eine kulturelle Mauer, eine Abgrenzung gegenüber Ungebildeten, gegenüber Barbaren, gegenüber Armen, gegenüber allem Möglichen. Aber ganz konkret wurde dieses Schulrelief auch für eine Mauer benutzt. Und deswegen haben wir es auch. Denn im Verlauf des vierten Jahrhunderts, als Kaiser Valentinian seine Befestigungen gegen die Barbaren aufführte, Beat Neff hat es beschrieben, werden diese Pfeilerdenkmäler eingerissen. Denn sie haben einen ganz großen Vorteil. Sie sind aus teuren und wirklich schnell herauszulösenden Blöcken gebaut. Und man kann sie ganz schnell an die Mosel transportieren und von dort Mosel abwärts zu den Befestigungen, die Valentinian hat bauen lassen in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Und so landet dieses Schulrelief, ich gehe noch einmal zurück, als Teil der Befestigungsmauer der Festung Neomagus, Neumagen heute, am Unterlauf der Mosel, einer Festung Valentinians des Ersten. Natürlich musste man das Relief dann umdrehen und dann hatte man einen ganz glatten Abschnitt und das Innere konnte man dann verfüllen oder wie auch immer. Und so ist es uns auch so schön erhalten geblieben. Sie kennen das immer wieder von Einbauten in Mauern, gerade Grabmale sind dafür sehr geeignet. Die Straße, die hier, von der ich gerade sprach, bewegt sich die Mosel hinunter, bis dann schließlich über Belginum, dann nach Koblenz und nach Mainz. Und ist also eine ganz zentrale und wichtige Verbindung zur Rheingrenze. Und alles, was vom Rhein, also auch vom Barbarenland kommt, kommt diese Straße hinauf. Sie sehen hier auch die entsprechenden Namen, etwa Decem heute oder Ad Decimum, beim 10. Meilenstein von Trier ausgerechnet, wird auch alles genau gemessen, auf Trier hinzu ausgemessen, als Zentrum der Region. Und da dokumentiert sich eine wirklich blühende römische Kultur, die im Verlauf des 2. Jahrhunderts noch weiter zunimmt. Und ich schließe diesen Teil der Ausführungen ab mit einem Blick in das sogenannte Amphitheater, das Sie auch kennen natürlich hier aus unserer Gegend. Man muss sich das ein bisschen ausführlicher und etwas besser bebaut vorstellen. Hier sehen Sie nur die Aufschüttungen noch, die sich in die Landschaft auch hineinfügen. Ich verdanke meinem Freund Christoph Redweg ein Bild aus Lugdunum, also Lyon, wo Sie genau auch sehen, wie entsprechend der landschaftlichen Vorgaben die Aufmauerung erfolgte und dabei eine enorme Höhe erreicht wurde. Und das war auch in Trier so. Und so ein Zentrum brauchte ein Theater und konnte damit sowohl seine besondere Funktion als auch eben auch seinen römischen Charakter dokumentieren. Soweit das zweite Jahrhundert und wir beenden damit die erste große Blütephase und die Phase einer beschleunigten Romanisierung in Trier. Ich komme zum
Dritten Teil. Ein Hauch von Rom, die Sonderstellung Triers in der Spätantike. Denn das ist alles noch gar nichts gegenüber dem, was in der Spätantike mit Trier passiert. Es folgt eine zweite enorme Blütephase, die nun gar nicht mehr irgendetwas mit Romanisierung zu tun hat, sondern das ist einfach nur gegeben. Ab 286 wird Trier, ich sagte es in der Einleitung, Hauptstadt der Belgica Prima, also Zentrum einer Provinz. Aber nicht genug. Kaiser Maximian, der Mitregent von Kaiser Diokletian, regiert als Cäsar, also als Unterkaiser in Trier. Das ergab sich dadurch, dass natürlich die bedrohte Rheingrenze von einem Unterkaiser besonders betreut werden musste, der dort auch schnell eingreifen konnte. Und so wurde Trier so im geschützten Hinterland, aber doch noch nah am Rhein und verkehrsgünstig gelegen, als Zentrum gewählt und zur Metropole ausgebaut. Es folgt auf Maximian Constantius Chlorus, der Vater von Konstantin den Großen, der zu verschiedenen Zeiten in Trier residierte und weitgehend in Britannien oder an der Rheingrenze Feldzüge führte. Dort wuchs auch teilweise sein Sohn Konstantin der Große auf. Und Sie sehen, 293, 94 dürfte er dann irgendwie in Trier gewesen sein. Das sind etwas umstrittene Daten, aber auf jeden Fall wird er 306 als Unterkaiser in Trier eingesetzt. Dort regiert er längere Zeit, bis er dann nach Italien zieht, seinen Widersacher Maxentius in Rom an der Milvischen Brücke schlägt, dann teilweise wieder in Trier präsent ist, aber dann doch dauerhaft nur noch im mediterranen Raum, einen weiteren Widersacher im Osten besiegt, dann Alleinherrscher im Römischen Reich ist, bis 337. Aber mit Konstantin, auch wenn er nur 6 Jahre eigentlich definitiv dauerhaft präsent war, verbindet sich eine enorme Entwicklung Triers. Denn Trier wird zu einer Altera Roma ausgebaut. Das ist auch durchaus berechtigt. Denn wenn Sie einmal anschauen, Trier ist der Standort erstens eines Kaisers, dann aber auch des Oberkommandierenden des Militärkommandos, das für diesen ganzen Bereich zuständig ist, des Praefectus Praetorium. In Trier sind auch viele andere Institutionen versammelt, die wichtig sind, um überhaupt die Verwaltung zu garantieren. Denken Sie an die Münze. Und hier ein Beispiel einer von Konstantin geschlagenen Münze. Er selber hier als stehende Figur, hier als Kopfmedaillon. Man kann die Münze datieren auf etwa 310. Und Sie sehen auch, sie ist in Trier geprägt, nämlich hier Numus Pactus P.T.R. Treveris. Die Münze ist da geschlagen. Dazu müssen Sie selbstverständlich mit einbeziehen. Die Münze ist ein unglaublich wichtiger Faktor in einem Zentrum, aber natürlich auch der Goldschatz, der dafür zu wichtig ist, damit man überhaupt Münzen schlagen kann. Also Trier konzentriert die verschiedensten Dinge als eine zentrale Stadt, als eine Metropole im Nordosten. Konstantin, und damit springe ich nun mit Konstantin über die Alpen, geht 312 über die Alpen und setzt sich mit seinem Widersacher Maxentius in Rom auseinander, schlägt diesen dort, es verbindet sich die Geschichte mit der Vision in hoc signo vince, in diesem Zeichen Siege, und es erscheint Konstantin in der Nacht vor der Schlacht das christliche Kreuz, und von nun an richtet Konstantin sehr konsequent seine Herrschaft im christlichen Sinne aus, wenn er selber auch noch nicht getauft ist. Und er setzt sich zunächst einmal in Rom fest und konsolidiert die Situation in dem westlichen Reichsteil. Sie kennen wahrscheinlich von Rombesuchen alle im Cortile des Konservatorenpalasts diese
Reste. Das sind Fragmente einer gigantischen Konstantins-Sitzstatue, die ursprünglich wohl für seinen Widersacher gedacht waren, aber die Züge wurden dann umgearbeitet und er hat dann kurzerhand das für sich in Anspruch genommen. Man rätselt so ein wenig, wo diese Sitzstatue ihren Platz gehabt haben kann. Sie wird wohl so ausgesehen haben. Und konnte ihren Platz bequem in der Apsis der ebenfalls vom Vorgänger übernommenen Maxentius-Basilika finden. Die Maxentius-Basilika ist noch heute zu sehen, zumindest was diesen aufrecht stehenden Teil betrifft, nördlich des Forums. Und nun stellen Sie sich diese riesige Basilika vor und in der Apsis sitzt thronend der Kaiser. Man geht da vorne rein, hat einen riesigen und langen Weg vor sich und sieht den Kaiser im Hintergrund. Dann begreifen Sie auch ein wenig von der Repräsentationsgewalt, wie kaiserliche Herrschaft inszeniert wird und wie bemüht auch Konstantin war, dies in Rom umzusetzen. Nur geübt, und das meine ich gar nicht so lustig, hat er in Trier. Denn wenn Sie sich jetzt noch einmal diesen aufrecht stehenden Teil aus Rom anschauen, sowas hat man in Trier komplett zu bieten. Und zwar, das ist die große Basilika oder auch Trierer Palastaula genannt, die wiederum in einer Zeichnung vom gleichen Zeichner in dieser Weise wieder nachempfunden wird. Aber man hat so viel, dass man das wirklich verlässlich auch so begreifen kann. Eine riesige Halle, die im Inneren auch durchaus mit den entsprechenden Anhaltspunkten in der Fundsituation so ausgesehen haben dürfte. Also ein wirklich aufwendiger Mosaikfußboden, beheizte Wände, eine riesige Apsis, eine wundervolle Kassettendecke. Zweireihige Beleuchtung, das ist ein Bauwerk, das Eindruck macht. Und Heinz Heinen, der Althistoriker von Trier, pflegte immer gerne zu sagen, jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen da vorne, Sie sind ein Barbar, der irgendwie ein Anliegen hat und da hinten sitzt der Kaiser, da ist man schon erledigt, wenn man also da den Weg durchschritten hat. Dieses enorme Bauwerk passt eigentlich nicht so richtig in die Stadt Trier von der Bevölkerungszahl her, aber von der symbolischen Bedeutung als Metropole sehr wohl. Und Konstantin hat dieses Bauwerk wesentlich vorangetrieben und unter Umständen sogar initiiert. Trier blieb, und ich sagte, die Bevölkerungszahl war nie gigantisch groß, immer noch sehr stark orientiert an den ursprünglichen Ausrichtungen, die die Stadtgründungsphase verraten. Sie sehen hier das entsprechende Lagermuster mit den Cardines, mit den verschiedenen Wegen, die sich in der Mitte kreuzen und so weiter. Das sind alles noch durchaus nachweisbare Straßenzüge mit der Porta Nigra natürlich dann da oben und da unten. Und das unweigerliche Rekonstruktionsbild aus dem Rheinischen Landesmuseum ist dieses. Man hat einfach jetzt diese Fundamente, die man gefunden hat, auch immer auf die entsprechende Größe hochgerechnet, wobei sie hier dann das Amphitheater in der Spätantike in die Mauer einbezogen sehen. Sie sehen auch hier die Porta Nigra, hier die Römerbrücke, hier Thermenanlagen. Also eine Stadt, die gar nicht mal so groß ist, aber über alle Elemente einer Großstadt verfügt, weil eben der Kaiser vor Ort ist und dort eben entsprechend die urbanistische Ausgestaltung lenkt. Dazu gehört auch ein im Moment noch ganz in der Erforschung befindlicher Bereich, und das ist die Tätigkeit Konstantins als Kirchenbauer. Er ist kein Christ. Er hat noch nicht diese Vision in Rom gehabt. Er ist noch irgendwie völlig auf der Suche. Aber er
stimmt zu, dass ein Kirchenbau initiiert wird, der dann im Jahre 380 etwa diese Ausmaße hat. Und es ist eine doppelte Basilika, Sie sehen hier eine doppelschiffige Basilika, die hier nochmal um einen Teil auch verlängert wird. Ein riesiges Bauwerk, das den Trierer Bischof in einer Weise privilegiert und akzentuiert, wie die Stadt selber durch den Kaiser auch nobilitiert worden ist. Das Bauwerk selbst kann man rekonstruieren aufgrund der mittlerweile ergrabenen Grundrisse. Man sieht die Mauerdicke, man sieht auch gewisse Verläufe, man sieht auch, was wird zuerst gebaut. Man sieht hier ein Baptisterium im Kern, bildete den Ausgangspunkt, das immer weiter ausgebaut wurde. Man sah aber auch, wie dieser riesige Komplex dann allmählich auch Zerstörungen anheimfiel. Dazu aber später. Zunächst nur, Konstantin konnte in Trier Bauwerke bauen und tat dies, was er dann später in Rom auch tat. Ja, er tat es in Trier mit Blick auf Rom, im Verhältnis der Konkurrenz zwischen ihm und seinem Kontrahenten Maxentius in Rom. Mit Blick auf Rom wird also Trier ausgebaut. Der Rahmen für die Bedeutung der Bauwerke wird nach wie vor durch Rom gesetzt und andere Metropolen in Römischen Reich. Sie sehen das später auch sehr schön im Ausbau von Konstantinopel, wie das wiederum in der Konkurrenz zu Rom auch ausgebaut wird von Konstantin. Da spielt er das Gleiche noch einmal durch. Und Sie sehen Parallelen zu Nikomedien und anderen Zentren des Römischen Reiches. Auf jeden Fall, Sie sehen, Rom, Nikomedien, alles, was ich jetzt genannt habe, bildet einen globalen Rahmen, der die lokalen Bedeutungen vor Ort in Trier ganz maßgeblich einordnet und mit Bedeutung versieht. Wenn man davor steht, denkt man wie in Rom. Vielleicht nicht in Rom, dass man sagt wie in Trier, aber umgekehrt. Und das ist für uns viel wichtiger. In Rom selbst sehen Sie aber, dass solche Bauten, gerade wie diese Kirchenbauten, ich gehe noch einmal kurz zurück, fortgesetzt werden. Denken Sie nur an St. Peter, St. Giovanni Laterano, denken Sie an die großen konstantinischen Kirchen, San Giovanni und wie sie alle heißen. Die konstantinische Baupolitik ist reichsumspannend und hat ihre Bedeutung, wo immer sie stattfindet, im Horizont dieser Reichsorientierung. Nun, Konstantin verlässt zwischen 312 und dann auch in den folgenden Jahren Trier und kehrt dann auch nicht mehr nach Trier zurück. Sie sehen, der Hauptteil seiner Präsenz hier ist zwischen 306 und 315, wobei die Unterbrechung des Feldzugs nach Rom einen sehr großen Teil einnimmt. Es folgen ihm aber, hier noch seine Mutter Helena zu nennen, die nächsten Kaiser, Valentinian I., von dem Bert Neff berichtet hat, dann dessen Bruder Valens, Gratian, der Sohn Valentinians, dann einige Usurpatoren und schließlich noch Valentinian II. Aus diesem Geschlecht bis 392 ist er in Trier, er wird dort ermordet und Trier ist also praktisch, wenn man ab 286 rechnet, etwas mehr als 100 Jahre eine Kaiserresidenz, ein wesentlicher Punkt des Römischen Reiches. Das endet aber jählings, nicht durch die Germanen, sondern primär durch den Tod Valentinians und damit eigentlich die Beendigung der Kaiserpräsenz in Trier. Denn die nächsten Kaiser gehen nach Mailand. Da ist es sicherer. Und teilweise werden die Institutionen wie die Prätorianerpräfektur, die Münze mit dem Schatz,
die ganzen Verwaltungsstäbe und nachgeordneten Organisationseinheiten in die Provence oder nach Oberitalien zurückverlegt. Das ist für Trier ein enormer Aderlass. Das schmälert natürlich die Bedeutung, in dem sich symbolische Handlungen vollziehen können. Trier wird etwas provinzieller, kann man sagen. Das deckt sich aber auch mit Entwicklungen, die an der Rheingrenze sich vollziehen. Wir bewegen uns ja jetzt mit hier 392 am Ende des 4. Jahrhunderts und die entscheidenden Entwicklungen vollziehen sich dann zwischen 394 und 407 und decken sich eben mit einem Einfall der Germanen in der Nacht vom 31.12.406 auf den 01.01.407, wahrscheinlich im Bereich Mainz. Und das ist ein Einfall in die römischen Provinzen, der nun irreversibel ist, auch wenn er zahlenmäßig zunächst gar nicht so schlimm ist. Aber die römische Grenze ist von Truppen sehr stark entblößt wegen der Auseinandersetzungen gegen die Goten in Italien. Und die verbliebenen Truppen können dem Druck nicht in gleicher Weise standhalten. Obwohl immer wieder Rückeroberungsversuche unternommen werden, Aktivitäten dann im weiteren Verlauf entstehen. Es bricht nicht alles auf einmal zusammen, aber ein permanenter Einsickerungsprozess von größeren germanischen Verbänden findet statt. Prosper von Aquitanien hat das festgehalten in einem sehr charakteristischen Satz, der immer wieder zitiert wird. Unter Arcadius, als er zum 6. Mal Konsul war, und Probus, Vandali et Halani, also die Vandalen und die Alanen, betreten oder sind eingefallen, also am zweiten Tag vor den Kalenden des Januar, das ist also der 31. in Gallien, nachdem sie den Rhein überschritten hatten. Ein einschneidendes Erlebnis, das gar nicht so furchtbar einschneidend hätte sein müssen, aber in der Konsequenz dann einfach nicht mehr reversibel war. Immer mehr und mehr Germanen dringen in das gallische Gebiet ein, verschiedene Stämme, im Gefolge der Alanen und der Vandalen sind es dann die Franken, die oberhalb dieses Übertrittsgebiets weiter in das Römische Reich einsickern, mit dem sie vorher schon engste Verbindungen hatten. Denken Sie auch daran, dass die Angeln und die Sachsen nach England hinübersetzen am Anfang des 5. Jahrhunderts, dabei aber zum Teil auch erstmal den Weg die Kanalküste entlang wählen, dabei die Franken nach Süden verdrängen, die dann wiederum ausweichen über den Rhein. Und so bildet sich plötzlich eine ziemlich bewegte Situation, in dessen Zentrum gleichsam als Auge des Zyklons das Moselland ist. Das ist irgendwie teilweise schon Ziel von Germaneneinfällen, aber nicht für dauerhafte Niederlassungen. Und um sie herum ziehen dann teilweise eben die Vandalen oder auch die Alanen immer tiefer in das gallische Gebiet hinein und marschieren durch bis nach Spanien. Aber auch die Franken ziehen oben die Kanalküste stärker entlang und nicht unbedingt nur in das Moselland hinein. Und so bildet sich irgendwie so eine gewisse Blase. Aber ich sage irgendwie, weil dies nur vorläufig immer wieder entschieden werden kann. Es verbindet sich aber mit diesem Befund, so hypothetisch er ist, eine ganz interessante Situation. Natürlich bricht im Laufe dieser Wanderungsbewegungen die römische Herrschaft in dem Sinne, dass sie eine von Rom aus oder von Ravenna aus gelenkte Herrschaft ist, zusammen. Aber man kann im Jahre 471 nachweisen, dass in Trier ein Comes herrscht mit römischen Verwaltungsstrukturen, eigentlich praktisch so eine Enklave verwaltet, die so das Moselland umfasst.
und eigentlich alles so weiterlaufen lässt wie bisher. Ein Komes, der allerdings den Namen Arbogast trägt. Also ein Franke, aber ein Franke, der schon lange Römer ist. Denn seine Vorfahren, die sind schon vorher romanisiert gewesen, sind im römischen Heer aufgestiegen. Sein unmittelbarer Vorfahre ist Heermeister in Rom gewesen unter Theodosius. Und die Familie ist also eigentlich eine römische Familie. Und so sollte man sich von diesem Franken nicht, Frankennamen nicht irreführen lassen. Eine Blase gleichsam der römischen Herrschaft ist dort noch erhalten. Sie sehen hier an dieser etwas rudimentären Karte noch einmal diese gerade geschilderten Wanderungsbewegungen hier auf die britischen Inseln, hier auch teilweise die Kanalküste entlang, wobei dann die Verdrängung der Franken nach Süden und nach Westen erfolgt. Hier sehen Sie die Wanderungsbewegungen der Burgunder, hier den Durchmarsch der Alanen und auch der Vandalen. Trier bleibt da relativ irgendwie so, wie ich sagte, im Auge des Zyklons. Und Arbogast als Komes zurück. Diesem Arbogast schreibt 471, daher können wir das auch einigermaßen datieren, Sidonius Apollinaris, der Bischof von Clermont-Ferrand und ein gallo-römischer Adliger, kommt aus den führenden Familien Galliens, einen Brief. Und den möchte ich Ihnen hier vorlesen. Ein langer Brief, aus dem nur dieser eine Ausschnitt zitiert sei. Sidonius preist die Urbanitas, die hohe Bildung des Arbogast. Er ist einer von uns. Sie sehen hier so eine dieser unsichtbaren Mauern, nämlich die Identität des Arbogasts auch durch die Bildung, durch die Urbanitas, durch welche du dich verpflichtest, sehr geistreiche Witze zu machen und erfüllt von quellrömischer Beredsamkeit, trinkst du die Mosel und spuckst den Tiber aus. Also er ist einer von da oben, aber er kann das alles römisch präsentieren. Er ist ein Römer aufgrund dessen, was er an symbolischen Äußerungen tut. Und so bist du ein Vertrauter der Barbaren, ein Mittler, doch weil du von sprachlichen Fehlern frei bist, bist du durch Sprache und Tapferkeit den alten Führern, den Ducibus, gleich. Aber deren Rechte pflegte den Griffel nicht seltener zu halten als das Schwert, und das gilt eben auch für den Arbogast. Deshalb hat sich der Prunk der römischen Rede auf dich zurückgezogen, jetzt weil er so der Einzige ist, der da noch ist. Wenn er jetzt noch irgendwo existiert, der einst im belgischen und rheinischen Gebiet abgeschafft wurde, das sind die nun definitiv von Germanen überrollten Gebiete, wodurch du, solange du unversehrt bist und noch reden hältst, das Latein, die Latina Verba, nicht wankt, wenn auch an der Grenze, apud limitem, die römischen Rechte, die Latina Jura, gefallen sind. Es ist ein Zustand, in dem gleichsam das Lateinreden die Grenze gegen eine barbarische Welt definiert, als Grenze gegen eine barbarische Welt definiert wird. Solange man noch lateinisch redet, ist noch alles in Ordnung. Es wird allerdings natürlich nur auf diesen Arbogast jetzt bezogen, und Sie sehen, wie hier diese symbolischen Handlungen auch bewertet werden. Er dokumentiert Romanitas, und die Hoffnung des Sidonius richtet sich natürlich auf diesen Partner, der da oben die Insel hält und irgendwie auch noch eine Position darstellt, die römischer Prägung ist. Aber, wie gesagt, es ist ja nur eine Willenserklärung, es ist eine programmatische Erklärung, es sind keine wirksamen Grenzen im Sinne von Mauern gegen Barbaren mehr, sondern jetzt kann nur noch symbolisch agiert werden. Wenn wir aber jetzt fragen, Römer, wie lange sind Römer in Trier Römer? Man kann zumindest für Arbogast antworten, der ist noch Römer, weil er die entsprechenden symbolischen Handlungen in einem Rahmen, der global ist, vollzieht. Er spuckt den Tiber aus, mit Blick also auf
im mediterranen Normbereich spuckt er den Tiber aus, auch wenn er die Mosel trinkt. So definiert es Sidonius. Aber wie gesagt, es sind literarische Ausdrucksformen, die hier gewählt werden, um Grenzen aufzubauen, die eigentlich real schon gefallen sind. Was wir aber von der Herrschaft des Arbogast sagen können, entspricht in etwa dem, was wir auch von dem Herrschaftsgebiet des Aristokraten Syagrius haben, der auch einen Sonderbereich römischer Verwaltung behaupten konnte, aber völlig gelöst natürlich von kaiserlicher Macht und Bezug zu Rom allmählich, in hier diesem Bereich Nordgalliens. Und für Arbogast gilt dieser Bereich wohl bis zum Rhein hinunter. Die Herrlichkeit ist in dem Augenblick vorbei, in dem Chlodwig, der Frankenkönig, diese Gebiete unter seiner Herrschaft bringt. Und Arbogast muss die Flucht ergreifen, genauso wie Syagrius wird eben dieses Gebiets beraubt und die Gebiete werden Teil der fränkischen Herrschaft. Rom, kann man sagen, ist da definitiv zu Ende. Aber man muss trotzdem fragen, wirklich? Ich sagte, die Barbaren kommen, die Römer bleiben. Denn die Bewohner des Mosellandes sind, wenn sie nicht mit der Verwaltung irgendwie die Flucht nach Süden ergriffen haben und mit dem Kaiser, doch nach wie vor präsent. Und wenn man sich mit ihnen auseinandersetzen wollte, wenn man sie beherrschen wollte, wenn man von ihnen Steuern erheben wollte, wenn man alle diese Dinge tun wollte, musste man eigentlich die traditionelle Sprache der Herrschaft wählen. Man musste römisch verwalten. Und damit blieben diese Formen des sozialen Austauschs, der sozialen Regelung weiterhin erhalten. Nur, der Bezugsrahmen ist natürlich ein anderer geworden. Natürlich hat man jetzt Steuern nicht mehr nach Rom bezahlt, sozusagen nicht mehr an einen Kaiser imaginär bezahlt, sondern bezahlt es an andere Machthaber, die vor Ort sind und dies auch durchsetzen. Sie tun es mit römischen Mitteln, aber der Rahmen, der mediterrane Rahmen, der bedeutungsstiftende Rahmen des Imperiums ist nicht mehr da. Genauso wie jetzt keiner mehr bei Augusta Treverorum an Augustus denkt. Oder mit der Zeit keiner mehr sähe er eine Schulszene, dies als Ausdruck einer Erklärung von Romanitas auf dem Niveau einer mediterranen Kultur werden würde. Was wir erleben ist, obwohl viel von Rom und römischer Herrschaft bleibt, Bauten, Menschen, Mentalitäten, auch die Sprache der Herrschaft, das Recht, all diese Dinge, obwohl das bleibt, durch den Fall des Rahmens, des Bezugrahmens, der ein Reich war, der den mediterranen Raum zum Zentrum hatte, wandelt sich die Bedeutung. Insofern ist das, was wir immer unter Zusammenbruch der Völkerwanderung betrachten, in der Regel eher nur ein Zusammenbruch des semiotischen Dreiecks. Es werden andere Bedeutungen für dasselbe attribuiert. Und es ist nicht nur so, dass alles tabula rasa gemacht wird, alle umgebracht werden und an die Stelle der Römer werden Germanen gesetzt, sondern es sind viel komplexere Umdeutungsprozesse, die nun ablaufen. Rom geht unter, ja, okay, aber es geht nicht unter in dem Sinne, dass es materiell verschwindet, dass die ganzen Formen verschwinden, auch die Sprache nicht von jetzt auf gleich, sondern es werden einfach andere Bedeutungsformen und Deutungsformen in den Vordergrund treten. Schauen wir nur noch einmal so ein Bild an, das so hübsch die Situation imaginiert, wie es gewesen sein könnte. Auch archäologisch ist durchaus nachzuweisen, dass die sehr solide Basilika nicht eingestürzt ist. Der Kurfürst hatte versucht, hier einen Palast zu bauen im 16. Jahrhundert und hatte alles Pulver, was er in der Gegend finden konnte, an diese Ecke gelegt und in die Luft gejagt. Die Basilika blieb
und er verzichtete, den Flügel seines Schlosses über die Basilika hin auszuweiten. Also das sind sehr stabile Mauern, die blieben. Das Dach ist natürlich eingestürzt. Und es gibt bestimmte Bereiche, auch hier dieser Vorbau, das sind auch da die Sturzsituationen, kann man archäologisch nachweisen. Hier in diesem Teil vermutet man die Residenz des fränkischen Gaugrafen, des Vicarius, der dort dann die Steuern einsammelte. Und er hat sich also nicht in die zerstörte Basilika, das wäre zu aufwendig gewesen, niedergelassen, sondern in ein Nebengebäude, das dann auch weiter genutzt wurde und auch nach wie vor nachweisbar ist. Aber ist die Basilika jetzt noch konstantinisch, noch römisch? In welchem Rahmen betrachtet man das? Wird es noch als Monument römischer Herrschaft in seiner glanzvollen Art, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass der Kaiser dort furchterregend präsent ist, wahrgenommen? Nein, diese bedeutungsstiftenden Bedingungen sind nicht mehr vorhanden. Eingestürzt ist vielleicht das Dach, aber es steht immer noch da, hat aber eine andere Bedeutung. Wenn man nun diesen Befund, und ich komme damit zum Schluss, zum Abschnitt 5, Germanen, Römer und Romanen auf die Menschen überträgt. Denn die sind ja auch noch da. Nicht nur die Gebäude, nicht nur die Reste römischer Repräsentation und Romanisierung. Wenn man das darauf überträgt, muss man dieselbe Frage stellen. Wie lange sind Römer noch Römer? Wie lange senden sie noch Signale aus, in dem Sinne, dass sie symbolische Akte verrichten, die darauf hinweisen, ich beziehe mich auf einen mediterranen, globalen Rahmen. Und man hat dazu immer wieder die Dokumente oder die Monumente der Gräberkultur auszuwerten versucht. Günstig ist auch hier wieder das Moselland. Was die Fundsituation betrifft, Sie sehen, längs des Rheins behaupten sich sind Fundstätten nachweisbar von römischen Bestattungen, lateinischen Inschriften, die offenbar Leute jetzt ehren, die in diesem Grab liegen, die Römer sind, keine Germanen. Die Germanen haben Grabbeigaben, haben alles Mögliche dabei, diese Römer nicht. Man kann diese eindeutig als Mitglieder der Reichsbevölkerung werten. Aber sind es Römer? Wie lange sind sie noch Römer? Hier die Mosel entlang, den Rhein etwas runter, hier bei uns. Das ist wiederum eine Frage, welche Signale werden, um Bedeutung zu stiften, ausgesandt. Der Name ist ein Signal. Hier sehen Sie die roten Zeichen markieren die Stellen, und Trier ist dabei ein ganz klares Zentrum, wo römische Namen dominieren. Und das geht noch bis ins 7. Jahrhundert hinein so. Aber sind das Römer? Nur weil sie lateinische Namen haben? Sind es Römer, weil sie keine Grabbeigaben haben? Oder was sind sie denn? Schauen wir dieses Beispiel an. Ein Grabstein, der immer wieder in diesem Zusammenhang zitiert wird und bearbeitet wird. Sie sehen also eindeutig das christliche Symbol. Hier liegt ein Christ, der mit einer lateinischen Inschrift bedacht wurde. Nur jetzt lesen Sie mal das Latein. Hoc tetolo fecit montana. Fecit ist fecit. Und tetolo ist titulum. Hunc titulum fecit montana, müsste man eigentlich schreiben. Dann conjux, das N fehlt. Ich möchte nicht pingelig sein, ich möchte das nur beschreiben. Sua maricio qui visit con elo, das ist aus illo geworden. Annus dodece, das klingt schon sehr nach dodici.
Und dann portavit annus quaranta. Und transit, Sie sehen, sie eine ganz spezifisch christliche Formulierung, ging hinüber eben am 25. Mai. Dieses Grab errichtete Montana. Und Sie sehen den Bruch in der Syntax mit der Reflexivität, hat das nicht mehr. Conjunctua seine Gattin. Wem? Dem Mauricius. Und die ihm 12 Jahre, mit ihm 12 Jahre lebte und der 40 Jahre alt wurde. Er starb am 8. Tag vor den Kalenden des Juni. Ist das jetzt ein Römer? Im Sinne von Sidonius Apollinaris ist diese Inschrift des 6. Jahrhunderts nicht römisch, weil es natürlich die Verba Latina nicht mehr so schön, wie es sich gehört, formuliert werden. Aber wie gesagt, wir wollen nicht pingelig sein. Es ist eine Inschrift, die Latein ist. Es ist aber natürlich nicht mehr das Latein, das wir in der Schule lernen, nicht mehr das klassisch geregelte, von Grammatikern geregelte Latein, das globale Latein, das reichsweit geschrieben wurde, mit verlässlichen Formeln und auch doch relativen Ähnlichkeiten und grammatischen unter Vermeidung solcher grammatischer Härten. Es ist ein moselromanisches Denkmal, wie man im Gefolge des 19. Jahrhunderts sagt, auf jeden Fall ein Denkmal, das nicht mehr daran orientiert ist, wie es sozusagen in einer mediterranen Kultur einmal der Standard war, sondern einen neuen Bedeutungsrahmen gefunden hat. Und das ist der lokale Rahmen des Mosellandes, in dem man durchaus verstand, was da stand und ganz zufrieden war damit. Vielleicht 200 Kilometer weiter hatte man dann Mühe, aber diese allumfassende Globalität ist vorbei. Man hat den regionalen Rahmen als Bezugsrahmen für die Bedeutung der eigenen symbolischen Handlungen. Und das Mosellland an sich, Sie haben es gesehen, ist sehr stark als Region und behauptet eine gewisse in sich geschlossene Unabhängigkeit in dem Sinne dieses Moselromanisch bis ins 11. Jahrhundert hinein. Und man merkt die Spuren noch heute. Aber meine Frage war ja, wie lange sind Römer in Trier? Spätestens in dem Augenblick, in dem der Bezugsrahmen für ihre eigenen bedeutungsstiftenden Handlungen nicht mehr der globale Rahmen mediterraner Kultur ist, sei es grammatisch, sei es, was es die Zuordnung von Namen betrifft und so weiter, hört das Römertum in dem Sinne auf. Die Definition der eigenen Identität erfolgt lokal, erfolgt im Rahmen der Leute, mit denen man ständig zu tun hat, in der Region, in der man lebt, und die bestimmt, was man ist. Und jetzt ist man Moselromane und nicht mehr Römer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus